Vom Darknet jetzt zum Security Operations Center. Welchen Hackern seid ihr denn hier auf der Spur? Also hier im Security Operations Center beobachten wir ja Infrastrukturen und Anomalien dort und suchen eben genau nach Hackern, die versuchen, sich in so ein Netzwerk hineinzuschleichen. Was unterscheidet euch denn aber jetzt von anderen Defense-Centern? Was macht dieses Center so besonders? Also das Besondere ist, es ist eins der größten, die es weltweit gibt. Es ist das größte in Europa. Es ist vernetzt mit ganz vielen Security Operations Centern, die zur Telekom Security gehören. Hier mit einem Fokus eben genau auf dieses Beobachten von Netzen und das Erkennen von Angriffen. Also wenn man es mit Feuer vergleicht, sozusagen der Rauchmelder, der merkt, da tut sich was, was kritisch werden könnte. Und die große Stärke, die wir hier haben, ist zum einen, dass wir natürlich Teil der Telekom sind und deshalb dieses gigantische Netz der Telekom im Rücken haben und dort sehr viel beobachten können und sehr früh merken können, dass Angriffe sich anbahnen. Und der andere Vorteil ist, wir arbeiten hier ja nicht nur zum Schutz der Telekom selber und der direkt angebundenen Kunden, sondern wir betreiben dieselben Leistungen, diese Beobachtung, dieses Rauchmeldertätigkeit auch für andere Kunden. Das heißt, wir sehen sehr viele Infrastrukturen und wenn ich in der einen merke, oh, da ist eine Anomalie, die könnte auf einen Angriff hindeuten, dann kann ich sofort über die anderen hinweg das auch prüfen und bin viel schneller in dieser Alarmierung und dem Erkennen des Angriffs. Weil das ist heute eben der kritische Teil, früh zu merken, dass ein Angriff kommt und jemand versucht, sich bei mir heimlich einzuschleichen. Wie kann man sich das denn vorstellen? Blinkt da irgendwo eine Lampe und dann muss einer ganz schnell die richtige Tastenkombination haben? Oder wie läuft so ein Angriff, so eine Verteidigung ab? Es ist ein bisschen komplizierter tatsächlich als der Rauchmelder. Ich meine, der Vergleich ist ganz gut, aber es sind natürlich sehr komplexe technische Infrastrukturen, die wir beobachten. Letztendlich zielt es immer darauf ab, in verschiedenen Schritten, die so ein Angreifer durchlaufen muss, zu merken, wo verhält er sich anders als der reguläre Nutzer. Man kann es mit einem klassischen Einbruch vergleichen. Ein Einbrecher muss Fenster aufbrechen, sich durchs Haus schleichen, den Tresor finden, den Tresor knacken und dann die Juwelen rausschaffen. Und das heißt, er hat so verschiedene Schritte, wo er Dinge tut, die der normale Bewohner nicht tut. Und in der Cyberwelt ist es halt ähnlich. Wir haben gewisse Nutzungsmuster, wie wir uns in unseren Netzen als reguläre Nutzer bewegen, sei es jetzt in der Firma oder auch draußen im Internet. Und ein Angreifer macht andere Dinge. Und teilweise fällt er eben auf, weil er sich dann auch in den Infrastrukturen noch nicht auskennt und hier was probiert, da was probiert. Ganz einfaches Beispiel, die Versuche, einen höherwertigen Benutzerzugang zu bekommen. Wenn ich versuche, Administrator irgendwo zu werden, obwohl ich das Recht nicht habe, dann kann ich ja versuchen, das Passwort zu erraten. Das heißt, wir würden sehen, jemand versucht dauernd da anzuklopfen und sich als Administrator einzuloggen und hat halt viele Fehlversuche, weil das Passwort nicht kennt. Das wäre zum Beispiel so ein Alarm, der dann auffällt. Und dann könnten die Analysten hier das aufgreifen und sehen, wo kommt das denn her? Warum passiert das? Gibt es einen guten Grund dafür, weil jemand sein Passwort vergessen hat? Kann man schnell klären. Oder ist es tatsächlich schon jemand, der versucht, den Administrator-Account zu übernehmen? Was genau beschützt ihr denn da eigentlich oder wen? Wir beschützen zum einen das Netz der Deutschen Telekom, also wirklich das, was draußen passiert, bis hin zu den Endkunden. Wenn wir zum Beispiel feststellen, Angriffsversuche oder so Manipulationsversuche kommen von einem Anschluss eines Kunden, dann ist das üblicherweise nicht der Kunde selber, die sind nicht alle Hacker, sondern es ist ein guter Indikator dafür, dass beim Kunden ein System manipuliert ist und ein Dritter von irgendwo in der Welt diesen Kundencomputer missbraucht, um Angriffe zu steuern. Dann gehen wir auf den Kunden zu, informieren dem, du hast offensichtlich Schadcode auf deinem Rechner, das und das wissen wir darüber, hier wäre eine Empfehlung, wie er damit umgeht. Das ist so das eine, was wir nach draußen hin tun können. Natürlich beobachten wir auch Angriffe, die auf unsere Dienste einprasseln. Die Telekom selber hat 6000 Systeme im Internet stehen, die den ganzen Tag beschossen werden, weil jemand versucht, sie halt irgendwie zu hacken und ein Loch zu finden. Und das beobachten wir eben und können dann sehen, ist jemand vielleicht erfolgreich? Schafft er den ersten Schritt sozusagen über die Mauer drüber, über die Firewall rüber, in unser Netz rein? Das haben wir ein sehr starkes Auge auf unsere Außenhautsicherung. Wenn wir nämlich sehen, jemand schafft den ersten Schritt, dann fällt er da auf und dann können wir sofort an der Stelle auch eingreifen und quasi den Angriff stoppen, wenn er gerade begonnen hat. Was unterscheidet denn das SOC dann vom BSI? Also die haben ja auch ein Abwehrzentrum. Was ist da anders? Die haben auch ein Abwehrzentrum, wobei die natürlich zum einen auf das Netz der Bundesregierung schauen. Wir schauen auf unser Netz und die Netze von Kunden. Die haben natürlich nicht wie wir das Netzwerk eines Tier-One-Providers im Hintergrund. Das ist eben auch ein Unterschied, den wir hier haben. Das heißt, wir können da sehr viel mehr sehen. Wir arbeiten aber auch mit dem BSI eng zusammen. Das heißt, wenn wir Angriffe erkennen, dann sprechen wir auch mit dem BSI drüber, wie sind die Muster umgekehrt. Dinge, die die erfahren, melden die auch dann hier an SOC zum Beispiel und an unser CERT-Team, das Computer Emergency Response Team, damit wir da auf gleicher Informationsstand sind. Weil wichtig ist genau dieser Austausch, was machen Angreifer draußen, wie arbeiten sie, woran kann ich sie erkennen. Das ist immer ein Wettlauf und jeder, der was
erkannt hat und auf der guten Seite der Macht ist, gibt das dann gerne natürlich auch an die Partner weiter, damit wir eben genau in diesem Modell eben schauen, was kann ich denn bei anderen Infrastrukturen dagegen jetzt tun. Haben da nur große wirtschaftliche Kunden was von oder bringt mir das auch eure Arbeit als, ich sag mal, Einzelperson was? Das bringt auch als Einzelperson was. Zum einen schützen wir damit ja die ganze Infrastruktur der Telekom. Das heißt, jeder, der an der Infrastruktur der Telekom angeschlossen ist, genießt diesen Schutz, den wir aus dem Netzwerk heraus dann bringen, eben mit. Was wir für die Großkunden hier dann noch extra betreiben, ist sozusagen der Blick in deren interne Infrastruktur, dass wir da eben auch Angriffe erkennen können. Und eben dieses Beispiel, wenn wir merken, an einem Anschluss eines Kunden ist eine Auffälligkeit. Ich kann ja nicht bei dir in die Wohnung ins Haus gucken, welche Geräte da was tun. Aber wenn wir sozusagen aus der Außensicht Hinweise bekommen, da ist etwas komisch, da tut dieser Anschluss etwas, was nicht mehr dem normalen Verhalten entspricht, sondern nach einem Angriff aussieht, dann ist das eben genauso ein Indikator, dass ein Tablet, ein PC, ein Laptop zu Hause eine Infektion hat mit einem Schadcode und eben missbraucht wird. Und dann würden wir dich anschreiben und darauf hinweisen und dir eine Hilfestellung geben. Das klingt nach super viel Arbeit. Hier sitzen jetzt gar nicht so viele Leute rum. Wie viele Menschen arbeiten denn hier? Also insgesamt hier alleine 70 Leute. Wir haben für das Thema Security Operations, also dieses Betreiben von solchen Lösungen, das ist ja ein Service, es geht ja nicht nur um Technik, sondern die Analysten, die Menschen, die eben diese Vorfälle betrachten und bekämpfen, sind 200 Kollegen alleine in der Telekom Security, in verschiedenen Security Operations Centern. Das ist eben eines davon, sozusagen das Kern-SOC, wo wir auch in enger Kooperation mit den anderen dann eben zusammenarbeiten. Kann man denn dieses Verteidigungssystem wirklich mit so einer Burg vergleichen oder wie funktioniert das hier? Ja, nicht wirklich. Also Burg, so das klassische Bild, ist ja was sehr Statisches. Da stelle ich eine dicke Mauer hin und da muss der Gegner gegen anrennen und wenn die dick genug ist, kommt er nicht durch. Heute ist das Ganze ein bisschen dynamischer und da würde ich es eher mit einem Limes, also so einer langen Mauer oder der chinesischen Mauer vergleichen, die ja auch so ein Bollwerk darstellt. Aber das alleine reicht ja nicht. Ich muss ja auch die Besatzung haben. Also eine Mauer, auf der oben keine Ritter stehen, kann ich schnell drüber klettern und bin dann doch auf der anderen Seite. Und deshalb haben wir zum Beispiel die Chinesen so gearbeitet, dass sie Scouts weit im Vorfeld hatten, um zu schauen, wann kommt denn wo ein Angriff, damit sie dann halt ihre Truppen an der richtigen Stelle auf die Mauer bringen können. Und das ist so ein bisschen mehr die Logik, die wir haben. Wir versuchen frühzeitig festzustellen, wo kommt denn ein Angriff, wo sehe ich denn so Anzeichen, dass jemand versucht, beispielsweise in unser Netzwerk einzudringen, weil ich dann genau an der Stelle meine Kräfte hinschicken kann. Dann kommt das Computer Emergency Response Team genau dorthin und bekämpft diesen Angriff. Und dann bin ich halt sehr schnell, bevor sich sowas wirklich ausbreiten kann, weil ich es eben frühzeitig erkannt habe. Das ist tatsächlich der Clou hier. Was sind denn eure Instrumente? Wie verteidigt ihr eure Infrastrukturen? Ja, das erste ist natürlich genau dieses Erkennen und da setzen wir auf Smart Data. Ich nutze den Begriff gerne, weil wir natürlich mit großen Datenmengen arbeiten müssen. Das sind dann Statistiken aus dem Netzwerk, das sind dann Login-Versuche gegen kritische Accounts, das sind Port-Scans gegen Systeme, wo dann jemand halt versucht, alles abzuklopfen, wo finde ich eine Lücke. Also sehr viel an Daten, wo wir dann gezielt nach Mustern schauen und sagen, okay, das ist ein Hinweis, das könnte ein Angriff sein. Das ist so typisches Verhalten eines Angreifers. Das heißt, letztendlich brauchen wir große Datenbanken und schnelle Maschinen, die in Echtzeit diese eingehenden Informationen verarbeiten können. Einiges sieht man hier im Hintergrund dargestellt, wo wir ins Netzwerk reinschauen und solche Verhaltensveränderungen und Abweichungen feststellen können. Und was macht ihr dann genau, wenn ihr eine Abweichung feststellt? Dann ist der erste Schritt, und das ist genau die Tätigkeit der Analysten, die hier hinter mir sitzen, dann schauen wir eben, ist das wirklich ein Angriff? Gibt es einen legitimen Grund für diese Veränderungen? Wenn wir zum Beispiel auf Datenbanken schauen, dann gucken wir uns an, wie viele Daten werden abgefragt. Ist das jetzt eine übermäßig große Menge, dann würde das einen Alarm generieren. Und dann kommt so ein Analyst eben, greift diesen Alarm auf und prüft, gibt es einen legitimen Grund, warum jemand gerade tatsächlich diese große Datenmenge abfragt, wo kommt die Abfrage her? Und wenn sich dann rauskristallisiert, da gibt es jetzt nicht wirklich einen Grund für und wir wissen auch nicht, wer es ist, dann ist das ein Indikator für einen potenziellen Angriff und dem kann man dann nachgehen. Dann gehen wir halt tiefer rein, wo kommt das aus dem Netz her, was ist das Quellsystem und dann kann eben genau wieder so ein Computer Emergency Response Team diesen Fall aufgreifen und bekämpfen. Hier in dem Zentrum wird aber jetzt nur verteidigt und nicht irgendwas angegriffen, oder? Richtig, wir sind hier zum Erkennen und Abwehren, aber natürlich gibt es in Telekom Security auch ein Team, was speziell Angriffe durchführt. Und wir machen auch so ein bisschen Challenges, wenn die Angriffe durchführen, müssen wir sie ja erkennen, wer ist schneller. Das ist aber ein komplett anderes Thema, würde ich vorschlagen, macht ja noch eine weitere Netzgeschichte von.
Also Rüdiger, erklär mal, was passiert hier auf dieser Anzeigetafel? Ja, zum Beispiel haben wir ja, um zu verstehen, wie Angreifer arbeiten, Sensoren im Netz ausgebracht. Das sind Geräte, die einfach nur dafür da sind, dass sie angegriffen werden, damit wir eben zuschauen können, weil da können wir extrem viel bei lernen. Und da oben dieses Dashboard, das oberste, ist genau so ein Blick in einen dieser Sensoren. Honeypot heißen die, Honigtopf, also eine Falle für Angreifer, genau, zum Anlocken. Genau das tun die. Und man kann zum Beispiel an diesen Ringgrafiken in der Mitte sehen, was für Login-Versuche gemacht werden. So ein Angreifer versucht dann, sich an dem Gerät anzumelden, möglichst mit einem administrativen System-Account oder sowas, damit er die Kontrolle über das Gerät nehmen kann. Die Geräte tun so, als wäre das möglich. Wir können schön beobachten, was so die gängigen Passwörter und Namen sind, die ausprobiert werden. Da sind natürlich so Standardsachen wie Root, Admin, System mit dabei. Und man sieht eben auch sehr schön, wie so ein Rateangriff funktioniert. Es ist eben nicht so, dass man auf den Admin-Account geht und ein ganzes Wörterbuch an Passwörtern reinkippt, sondern es werden dann Standard-Accounts genommen, aber nur 2, 3, 4, 5 Login-Versuche mit wirklich ganz einfachen Passwörtern, tatsächlich so Admin, 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 Passwort. Und wenn das nicht erfolgreich ist, dann gehen die rüber zu einem anderen Benutzernamen, machen das noch ein paar Mal und wechseln zum nächsten Gerät. Super spannend, das zu lernen, weil das ist ein Muster, das wir dann zum Beispiel in dieser Angriffsdetektion auch intern benutzen. Klar. Für die ganzen Accounts, die wir für unsere Mitarbeiter pflegen, wenn wir da so ein Muster nehmen, hier ist ein Login-Versuch, 3-mal fehlgeschlagen, beim nächsten nochmal, ist genau das gleiche Muster, wäre ein Hinweis, dass jemand intern versucht, Accounts zu hacken. Also das können wir ja lernen. Man sieht aber auch, oben sieht man schon, da stehen so Schrägstrich Bin, Schrägstrich Busybox, so ganz kryptische Sachen. Ja. Das sind relativ neue Versuche, die gegen Geräte draußen im Internet gerichtet sind. Es werden immer mehr Devices ins Internet gehängt und die sind oft leider nicht so richtig gut von der Security her. Das heißt, es gibt welche, wo es möglich ist, sozusagen in der Login-Maske nicht ein Login einzugeben, sondern direkt einen Systembefehl. Ach. Und dieses Schrägstrich Bin, Schrägstrich Busybox ist ein Aufruf für einen der Hauptprozesse auf solchen Geräten. Da versucht jemand, das direkt auszudrücken, das Gerät dazu zu bringen, direkt einen Befehl auszuführen. Führen. Ja. Kann man hier auch schön beobachten und ist für uns halt auch immer ein Indikator, wenn sowas hochkommt, ah, da gibt es einen neuen Angriff, betrifft uns das, betrifft das unsere Kunden, wie können wir da uns vorschützen, wie können wir dagegen vorgehen. Sehr spannend. Was wir dann auch sehen können, ist natürlich generell, was für Angriffe dagegen vorgehen. Welche Verkehre sind gerade interessant? Gibt es einen Angriff gegen neue Dienste, wo eine Schwachstelle bekannt geworden ist? Das kann man halt sehr gut an solchen Sensoren ausmessen. Das heißt, ihr lernt quasi von den Hackern, die ihr beobachtet? Wir lernen von den Hackern, das ist das eine, wie zum Beispiel hier dieses Verhalten bei den Login-Tests. Was wir eben aber auch sehen, ist, wenn massenhaft Angriffe gestartet werden. Weil vieles ist im Internet wirklich automatisch, wird erstmal automatisiert versucht, möglichst viele Geräte mit einer bestimmten Schwachstelle zu hacken. Und das können wir als sehr schnell hier auch merken, wenn eine neue Welle gerade startet. Das kommt nämlich dann zwangsläufig auch an den Sensoren vorbei und würde dann hier zeigen, okay, da hat sich was verändert, da ist ein neues Muster und das würden wir dann hier sehen und können dem nachgehen. Was ist da hinten denn für ein Diagramm noch? Kannst du mir das noch erklären? Was wir hinten sehen, das ist eine Sicht auf unsere Außenhaut sozusagen. Wir haben ja auf die Burgmauer bzw. auf ein Türchen in der Burgmauer. Natürlich haben wir auch eine Burgmauer im übertragenen Sinne. Unser Netz ist ja geschützt. Wir haben Firewalls. Es ist nicht alles, was drinnen ist, automatisch draußen sichtbar. Aber wir leben ja in einer vernetzten Welt. Wir wollen kommunizieren. Das heißt, gerade so Dinge wie E-Mail oder Webverkehr haben wir ja offen. Wir wollen ja die Möglichkeit haben, ne, zu gucken, was ist im Internet draußen. Aber das ist umgekehrt natürlich auch ein Einfallstor. Das wissen die Angreifer auch. Ne? Da gibt es schon den Durchgang. Ne, bevor ich über die Mauer kletter oder die Mauer untergrabe, versuche ich mal durchs Tor zu kommen. Und genau da achten wir eben drauf. Also ganz einfaches Beispiel, wenn ich im Internet surfe und mir ein PDF runterlade. Ja, dann sieht das für mich für ein PDF aus. Ich kann es mir angucken, ist auch das drin, was ich am Text erwarte. Es kann aber sein, dass auch noch ein Schadcode mit dran hängt. Das würde ich als Nutzer gar nicht merken. Und wenn jemand mich auf so eine gefälschte Seite lenken kann oder mein Interesse geweckt hat oder so und ich das eben dann deshalb runterlade, kann er mir damit einen Schadcode auf meinen Rechner transferieren und ich würde es gar nicht merken. Was wir deshalb tun, ist, auf diesen Übergängen zwischen unserem Netz und dem Internet steht daneben eine virtuelle Maschine, die genau denselben Download macht und sich das mal genauer anschaut. Da wird dann auch das PDF runtergeladen, es wird auch geöffnet, aber da das eine virtuelle Maschine ist, kann ich technisch von außen beobachten, wird wirklich nur ein PDF-Reader aufgemacht, wie es sein sollte, oder passiert noch was anderes? Und wenn noch was anderes passiert, dann ist es eben hochgradig verdächtig. Dann weiß ich, da wird ein Schadcode dabei sein, der noch irgendwas anderes tut. Dann weiß ich aber direkt auch, dass auf dem Gerät, meinetwegen meinem Laptop, jetzt ein Schadcode ist. Ja. Wir wissen aber sofort, welches Laptop infiziert ist, können
den Schadcode beseitigen, können im Zweifel das Laptop vom Netz trennen, damit nichts weiter passieren kann. Das heißt, der Angriff ist sehr schnell innerhalb von ein paar Sekunden erkannt und gestoppt. Und das ist das, was man hier sieht. Und man sieht eben auch an dem Ausschlag, ja, wir haben in den letzten 24 Stunden 7 solcher Fälle gehabt im gesamten Netz der Telekom. Das ist ziemlich harmlos, das haben wir gut im Griff. Und das, was wir da sehen, können wir dann auch wieder nutzen, nicht nur um das eine befallene Gerät zu schützen, sondern dann weiß ich ja, wer wollte Schadcode runterladen. Ich weiß, welchen Schadcode, ich weiß, welche Kommunikationsbeziehung dahinter steht. Und das können wir wieder andererseits nutzen, um auf Gateways das in Zukunft zu blocken. Das heißt, weitere Systeme können nicht infiziert werden. Was genau kann man denn jetzt hier an dieser Wand ablesen? Ja, zum Beispiel ganz kurz oben sehen wir eine Sicht auf unseren Honeypot. Das ist ein Sensor, da beobachte ich Angriffe, kann ich zum Beispiel Passwortrateangriffe sehr gut studieren und erkennen, hilft uns dann bei der Angriffserkennung. Hier unten ist eine Sicht auf die Bereiche in unserem Netz, die nicht benutzt werden. Da steht keine Dienste, trotzdem sehen wir Verkehre. Das heißt, da kann ich insbesondere Angriffsverkehre sehr scharf sehen, weil kein legitimer Verkehr dort ist. Und was wir auch uns gerne anschauen, ist gerade die Außenhaut von unserem Netzwerk. Sieht man da hinten auf dem Dashboard. Da beobachten wir, was ins Netz reinkommt, schauen, ob da ein Schadcode drin ist und können dann sozusagen bei Downloads auch direkt feststellen, da kommt was Maliziöses ins Haus und können das bekämpfen. Wenn da irgendwas schief läuft, dann sieht man das direkt auch auf dem Bildschirm. Dann sehen wir das auf dem Bildschirm, dann sehe ich, wie viel reinkommt. Im Moment sehe ich gerade so 7 Vorfälle hat man in den letzten 24 Stunden. Also hält sich im Rahmen. Hält sich sehr im Rahmen.